Seit nunmehr 11 Wochen in Folge gehen die Gelbwesten in Frankreich zu Zehntausenden auf die Straße. Und längst geht es nicht mehr nur um höhere Spritpreise und Steuern, die der zündende Funke für den Beginn der Proteste waren, sondern gegen eine Politik, die stets nur die eigenen und die Interessen einer kleinen Elite von Reichen bedient, während immer größere Teile der Bevölkerung zunehmend verarmen und deren Löhne mit steigenden Mieten und Lebenshaltungskosten nicht mehr Schritt halten. Aber nicht nur in Frankreich. Zwischenzeitlich protestieren Bürger auch in Holland, Belgien und Großbritannien gegen diese neoliberale Politik, die einigen wenigen zu unvorstellbarem Wohlstand verholfen, den Lebensstandard der Mehrheit der arbeitenden Menschen aber auf breiter Ebene gesenkt und Millionen in die Armut geführt hat. Viele fragen sich nun, sind diese Proteste nur ein Strohfeuer? Oder erleben wir hier gerade den Beginn einer neuen französischen oder gar einer europäischen Revolution? Eines ist auf jeden Fall jetzt schon klar erkennbar. Die Eliten fürchten sich vor dieser neuen Bewegung und reagieren mit zunehmender Gewalt und Drohungen gegen die Gelbwesten, während die Lügen- und Systemmedien in ihrem Kadavergehorsam gegenüber der Obrigkeit versuchen, die Proteste kleinzureden, die Motivation und die Anliegen der Teilnehmer zu diskreditieren und möglichst nur solches Bildmaterial zu zeigen, die das wahre Ausmaß der Gelbwestenbewegung, so gut es geht, verharmlost. Um diesen Bemühungen der Mainstream-Medien im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten etwas entgegenzusetzen, habe ich mich für euch auf die Suche begeben und zeige euch gleich Ausschnitte eines Videos, das ich auf einem französischen YouTube-Kanal gefunden habe. Mit Aufnahmen, die euch ein klareres Bild vom Ausmaß und der Heftigkeit der Proteste geben sollen. Den Link zum halbstündigen Originalvideo setze ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Im Anschluss werfen wir dann einen Blick auf einige der Vorhersagen und Prophezeiungen zu dem Thema und wagen einen Ausblick, wie sich die Situation weiterentwickeln könnte. Thank you.
Thank you.
Diese Aufnahmen zeigen meiner Meinung nach deutlich, wie groß inzwischen der Spalt ist zwischen der Mehrheit der einfachen Bevölkerung und einer kleinen Elite in Politik, Wirtschaft und Medien. Eine Elite, die nicht nur selbstzufrieden, beschützt und abgeschirmt in ihren Wohlstandsoasen lebt, sondern auch noch zusätzlich ständig das Volk darüber belehren will, was es zu denken, zu tun und zu lassen hat und wie segensreich doch die schöne neue Welt mit ihrer neoliberalen Multikulti-Ordnung ist, in die wir uns alle degradiert zu Arbeitssklaven und Konsumenten gefälligst widerstandslos einzufügen haben. Viele europäische Seher haben diese Entwicklungen vorhergesagt und viele von euch kennen vermutlich mein Video Bürgerkrieg in Deutschland und Europa, welches ich im Februar 2018 auf YouTube veröffentlicht habe, also lange vor dem Beginn der Gelbwesten-Proteste in Frankreich. An dieser Stelle ein Dankeschön an euch für über 400.000 Aufrufe, was mir gezeigt hat, dass es nicht nur Schlafschafe und Systemgläubige da draußen gibt, sondern eine zunehmende Zahl von Menschen, die aufwachen und erkennen, dass das global herrschende neoliberale Wirtschaftsmodell mit seinem Schuldgeld-, Zinseszins- und Zentralbankensystem sich bereits deutlich im Niedergang befindet. Allerdings muss uns auch klar sein, dass sich das verwundete Ungeheuer nicht einfach friedlich zum Sterben niederlegen wird. Der Wandel hin zu einer neuen und besseren Gesellschaftsordnung wird mit erheblichen Erschütterungen und Verwerfungen einhergehen. In genau diesem ergänzenden Kontext sehe ich auch die europäischen Vorhersagen und Prophezeiungen. Das beschriebene Szenario mag nicht in Stein gemeißelt sein und manches wird vielleicht durch eine genügend große Zahl an erwachenden und bewusster werdenden Menschen abgemildert werden. Aber die Vorhersagen, die sich gerade erfüllen, sollten uns zumindest Warnung und Mahnung sein und nicht einfach deswegen abgetan werden, weil man mit dem Glauben und der Überzeugung groß geworden ist, dass es so etwas wie Prophezeiungen einfach nicht geben kann und darf. Laut den Vorhersagen, aber auch nach Meinung vieler namhafter Finanzexperten, stehen wir vor dem Beginn einer Wirtschafts- und Finanzkrise in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Ein Video zu diesem Thema habe ich ja bereits erstellt, den Link dazu findet ihr am Ende diesen Beitrags. Entscheidend aber ist, was denkt ihr, was passiert, wenn zu dem bereits vorhandenen Protestpotenzial in der europäischen Bevölkerung und dem berechtigten Zorn auf die Eliten noch eine Wirtschaftskrise und/oder Finanzkrise kommt, in der sich die Arbeitslosenzahl in Europa verdoppelt oder verdreifacht und die dann noch einhergeht mit einer Inflation, die die Nahrungsmittelpreise explodieren lässt und die Güter des täglichen Bedarfs unbezahlbar macht? Und das beantwortet aus meiner Sicht auch die Frage, ob die Gelbwestenbewegung ein Strohfeuer oder der Auftakt für eine Revolution ist. Mag sein, dass die Proteste in den kommenden Wochen und Monaten stagnieren oder sich auch noch einmal beruhigen. Aber spätestens mit dem Eintreten einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise, und hier geht es nicht mehr um die Frage ob, sondern nur wann diese eintritt, wird sich der aufgestaute Druck und Zorn in der Bevölkerung entladen. Genau dieses Szenario ist es auch, das die Vorhersagen und Prophezeiungen beschreiben. So sagt der Alois Irrmeier: Die Stadt mit dem eisernen Turm wird das Opfer der eigenen Leute. Sie zünden alles an, Revolution ist und wild geht's her. Pater Nektu: Es werden sich in Frankreich zwei Parteien bilden, die sich auf Leben und Tod bekämpfen. Die eine wird zahlreicher sein als die andere, doch die Schwächere wird siegen. Es wird alsdann ein Zeitpunkt eintreten, so schrecklich, dass man glauben wird, das Ende der Welt sei gekommen. Das Blut wird in mehreren großen Städten fließen, die Elemente werden in Aufruhr geraten. Es wird sein wie das jüngste Gericht im Kleinen. In dieser Katastrophe wird eine große Menschenmenge zugrunde gehen, doch die Bösen werden die Oberhand nicht gewinnen. In dem Augenblick, wo man alles für verloren halten wird, wird alles gerettet sein. Während dieser Umwälzung, die wie es scheint, allgemein sein und sich nicht nur auf Frankreich erstrecken wird, wird Paris gänzlich zerstört werden. Die Zerstörung wird dermaßen vollständig sein, dass 20 Jahre später Väter mit ihren Kindern auf den Ruinen spazieren gehen, um ihre Neugier zufriedenzustellen. Und sie werden zu ihnen sagen: Mein Sohn, hier hat einst eine große Stadt gestanden. Gott hat sie zerstört wegen ihrer Verbrechen. Doch nach diesen schrecklichen Ereignissen wird alles wieder zur Ordnung zurückkehren. Der ganzen Welt wird Gerechtigkeit widerfahren. Die Gegenrevolution wird vollzogen. Martha Alfonsa Eppinger: Paris wird in Flammen stehen.
Ordensschwester Erna Stieglitz. Paris wird von den Franzosen, den Aufständischen, selbst in Brand gesteckt. Josef Kugelbär. Paris brennt. Onid. Bürgerkriege werden herrschen in Italien, Frankreich und Deutschland. Der fallende Eiffelturm wird in das Trümmerfeld seiner Stadt fallen. Ich weiß, das alles klingt nicht sehr erfreulich und mancher Kommentator hat mir unter meinen Videos Pessimismus vorgeworfen. Aber das Gegenteil ist richtig. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir gerade alle Zeitzeugen werden, einer zwar schmerzhaften, aber notwendigen Epoche des Übergangs, die langfristig zu einer besseren und gerechteren Gesellschaft führen wird. Bewusst oder unbewusst, immer mehr Menschen erkennen, dass etwas grundsätzlich falsch läuft in unserem System und die Gelbwestenbewegung ist die sichtbar gewordene Manifestation des Widerstands dagegen. Ein paar Reformen oder Zugeständnisse werden daran nichts ändern, zumal zu erwarten ist, dass sich die Umstände eher verschlechtern als verbessern. Ein Neustart ist also unvermeidlich. Die Frage ist nur, wann er stattfindet und wie heftig und schmerzhaft der Übergang sein wird. In jedem Fall möchte ich an euch appellieren, nicht zu verzweifeln oder den Mut sinken zu lassen, angesichts der vermutlich stürmischen Zeiten, die auf uns zukommen, sondern den Wandel als das zu begreifen, was er ist, eine Chance auf einen Neuanfang und den Beginn einer besseren und gerechteren Zukunft für die heute Jungen und die kommenden Generationen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Zuschauen und dass ihr bis zum Ende des Videos bei mir geblieben seid. Ich wünsche jedem von euch alles Gute und verabschiede mich bis zum nächsten Mal, euer Markus.